Aber ich verstehe auch einfach nicht, dass Nintendo da nichts irgendwie gegen sagt, sag ich mal. Also irgendwie gegen Game Freaks Arbeit. Also, weil Nintendo ist eine Firma, die steht meistens für Qualität. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn wir da jetzt so ein Spiel... Holy shit! Wenn wir da jetzt so ein Spiel wie Pokémon Sword and Shield haben, die einfach komplett kaputt und hässlich und so sind, wo einfach so viel falsch gelaufen ist, wie die einfach daneben stehen können quasi und sagen können, ja, ist halt so. Gefühlt irgendwie. Keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Wie das denen egal... Ach, bin ich dumm, ey. Wie das denen gefühlt einfach egal ist, was Game Freak da teilweise anstellt. Jetzt verhaue ich das Timing auch noch. Also heute bin ich irgendwie echt lost. Das hat man ja schon in Bennys Stream an meiner Chatpräsenz gemerkt, dass ich komplett lost war, einfach die ganze Zeit. Und jetzt gerade merkt man es nochmal mehr einfach. An meinem Gameplay. Aber jedenfalls, ja, wenn ich irgendwie bei Nintendo arbeiten würde oder so, würde ich mich nochmal voll gegen Game Freak aussprechen, sag ich mal, oder? Ich weiß nicht. Ja, das ist das Ding, Homepage. Aber, keine Ahnung, ich schätze Nintendo einfach nicht als Firma ein, die halt nur auf die Verkaufszahlen aus ist, sag ich mal. Ich meine, es scheint ja jetzt so zu sein, aber in meiner Welt ist Nintendo einfach eine Firma, die... Eine der in Anführungszeichen guten Firmen, sag ich mal. Es gibt halt so Firmen, die haben einen schlechten Ruf, wie EA und so. Und dann gibt es halt die Firmen, die haben einen guten Ruf, wie Nintendo. Und deswegen ist in meiner Welt Nintendo einfach keine Firma, die irgendwie schlecht ist. Und deswegen weiß ich nicht. Sind die in meiner Welt nicht so nur aufs Geld aus. Was halt eigentlich ein dummes Bild ist, weil es ist ja eigentlich so. Nintendo ist eine Firma, die sind keine Person, die sind eigentlich nur aufs Geld aus. Und deswegen ist es irgendwie dumm, darauf zu vertrauen, dass ich da nichts sagen. Aber ich könnte so ein Spiel wie Pokémon Sword and Shield nicht guten Gewissens bewerben, ehrlich gesagt. Weil selbst ich als Spieler sehe ja, dass irgendwas in den Spielen nicht ganz richtig ist und dass da irgendwas gewaltig schief läuft so in der Entwicklung und alles. Und wenn ich als Spieler das sehe, dann müssen das die Entwickler direkt definitiv sehen. Jeder Entwickler auf dem Planeten wird irgendwie sehen, dass da bei Game Freak irgendwas nicht stimmt, weswegen jedes Spiel von denen so ist, wie es ist. Und keine Ahnung, deswegen verstehe ich nicht, wie Nintendo das guten Gewissens bewerben kann. Wie gesagt, die sind aufs Geld aus, hat sich gut verkauft und deswegen werden sie jetzt nichts gegen sagen, aber ich verstehe es einfach nicht. Das könnte ich nicht guten Gewissens bewerben. Auch wenn ich jetzt irgendwie PR-Manager bei Nintendo wäre und ich so ein Spiel Pokémon Sword and Shield bewerben müsste, ich könnte es einfach nicht. Ich keine Ahnung, das geht in meiner Welt nicht. Ich könnte nicht sagen, ja, ist ein richtig geiles Spiel. Macht mega viel Spaß, ist ein richtig sinnvolles Spiel und so. Das könnte ich einfach nicht. Aber egal. Ach, jetzt bin ich wieder lost gerade. Achso, ich kann die nach oben und dann einfach... So, okay. Wenn die Hack-Trades an sich ganz nett sind, richtig kommt man... Okay. Alles klar, das ist krass. Cube. Aber ja, aber... Es ist ja vom Spiel quasi nicht so vorgesehen und das hat halt irgendwer ins Spiel reingemacht, der nicht von Game Freak war. Und das war, da hat man gerade voll gesehen, wie das Spiel ein bisschen geleckt hat bei den ganzen Konfetti hier. Das sah krass aus. Jedenfalls, ja, ich weiß nicht. Dass sie es gefixt haben, zeigt ja, dass es jetzt nicht irgendwie was war, was die im Spiel haben wollen. Als ob es hier in dem Tempel so eine Zweigstelle von dem Labor gibt. Oder das ist... Was? Ist das ein Café? Das ist so eine Kaffeetasse drauf.
Das hat man schon mal in einem Trailer gesehen, glaube ich. Ja. Nanu, sieh mal an, wer da auf deinen Getränk reingeschneit kommt. Hi. Was geht bei euch ab? Bei den Konfetti wäre die Switch ins Sonnenschein explodiert. Ja, wahrscheinlich schon. Was darf sein? Ein Käffchen, 100 Münzen bitte. Ich glaube auch, dass Mario Kart 2 noch ein paar weitere Updates bekommen hätte, wenn es. Ja, eventuell war das auch eine Sache, warum Mario Maker 1 so viele Updates bekommen hat. Weil es sich eben so gut. Weil es sich eben schon gut verkauft hat, aber eben für die Wii U nicht so gut. Weil es ist halt. Die Wii U war gescheitert und so. Und deswegen haben sie versucht, das Spiel mit diesen Updates mehr zu verkaufen. Ja, nicht erwartet, dass du jemals hier reinstolperst, Mario. Das ist unsere geheime Zuflucht. Hier kommen wir Schergen nach einem harten Tag voller Auf- und Ablaufen her, um zu entspannen. Als ob die random im Wassertempel quasi ein Versteck haben. By the way, das war mal ein cooler Wassertempel hier. Ich hasse ja eigentlich Wassergebiete und Wassertempel, aber das hier war mal ein cooles Gebiet. Schon etwas komisch, den Feind hier bei uns zu haben, aber diesmal sind wir ja auf derselben Seite. Aber wo du schon mal hier bist, Mario, du findest doch sicher auch, dass Goombas die stärksten Schergen sind, oder? Wir sind doch sicher, schließlich fast immer die Ersten, denen du dich stellen musst, habe ich nicht recht? Ja, weil ihr die Schwächsten seid. Wir würden die Vorhut. Das heißt, wir sind König Bowsers Favoriten. Wir geben immer 110%. Hü, träum weiter, Kumpel. Schreikreis geben immer 120%. Egal wo und wann. Wir sind die Favoriten. Wer hat denn bei der Flucht aus dem Peach-Palast die Clown-Kutsche geflogen? Eben, ein Schreikreis. Ich habe sogar gehört, dass sich der Typ, der das alles hier angezettelt hat, erst als Schalke verkleidet hat. Richtig. Gebt jetzt mal Ruhe. Tut mir leid, Mario. Die zwei liegen sich ständig damit in den Haaren. Gumbas und Schalkeis. Mario und Schergen. Ist doch alles egal. Wir sind alle aus demselben Papier gemacht. Und jetzt trinkt euren Kaffee. Das war eine sehr interessante Szene gerade. Bruder, ich hasse es, wenn Leute sagen. Ja, genau das ist das, was ich auch immer sage, Homepage. Das war auch exakt das, was ich letztens zu Benny gesagt habe, als er das in seinem Stream angebracht hat, von wegen, dass Mario Maker 1 immer angeblich mehr Updates bekommen hat. Nein, eben nicht. Mario Maker 2 hat irgendwie halt allein im ersten Update schon viel mehr bekommen. Passiert nochmal was, wenn ich nochmal noch Münzen ausgebe? Oder kommt das einfach nur das Gleiche nochmal? Okay, es ist einfach nur eine Heilung, alles klar. Ich dachte, es kommt nochmal irgendwie eine coole Szene oder so. Nee, scheinbar nicht. Manche kommen manchmal sogar Flügel. Schon mal einen Steiger mit Flügeln gesehen? Nein, siehst du, aber mit Stelzen. Ich kenne einen Steiger und der kennt einen Steiger, der irre gut E-Gitarre spielt. Und was können er nicht mal eine Gitarre halten? Stimmt. Oh Mann, ey. Das ist schon ein bisschen bescheuert. Okay, so viel dazu. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Das war ein sehr interessantes Gebiet, muss ich sagen, gerade. Irgendwie witzig. Jetzt kommen wir aus der Wand raus, cool. Ja, genau, Homepage. Es mag zwar sein, dass Mario Maker 1 insgesamt mehr Updates bekommen hat, aber der Content, den die beiden Spiele bekommen haben, ist halt entscheidend. Das wäre einfach komplett Endgame, ja. Das ist einfach so das Ding. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie genau ich das hier machen muss. Also, das war auf jeden Fall falsch, schau mal. Wir müssen hier eine Verbindung irgendwie schaffen. Warte mal. Ich muss erst mal gucken, wie ich den Kram jetzt hier verbinde. Kann ich natürlich hiermit irgendwas machen? Nee. Eine Verbindung, ja, das bringt jetzt schon mal nichts. Du bist nicht ich. Habe ich mir die Namen verwechselt? Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich einfach manchmal so lost bin und irgendwie im Chat falsche Namen sage. Warte mal, noch immer von vorne. Ich mach mal. Was? Oh, so ein Rätsel gab es auch in Tales of Crisis, das weiß ich noch. Das hat mich auch sehr lange genervt damals.
Ich bin allgemein nicht so ein Fan von solchen Kacherrätseln. Weil ich einfach hier viel zu oft nicht mehr wirklich rumprobiere, sondern einfach nur mache. Ich bin eher das Klarcube. Oh Gott. Also ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall das hier in der Mitte brauche, dieses Teil. Ich will auch keinen Tipp von Olivia holen, ich will das alleine schaffen. Warte mal. Achso, jetzt... Ach, man fängt gar nicht vom Vornamen, wenn man das immer verlässt, dieses Menü. Ich dachte, das würde sich irgendwie zurücksetzen oder so. Warte mal. Ja, aber das bringt halt nichts. Das war jetzt komplett dumm. Das bringt nichts. Ja, das ist falsch. Wer jetzt bestraft oder so? Ja, nochmal überlegen. Also was war so? Ich wollte nur wissen, was passiert, wenn ich das einsetzen würde. Okay, kann man ganz kurz anders hinsetzen. Und nochmal überlegen. Also. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Verbindung hier am Anfang. Das ist klar. Die Frage ist, inwiefern. Jetzt haben wir ja schon voll die lange Verbindung geschaffen. Die bringt aber halt nichts. Wir haben drei von diesen Mittelteilen hier. Hallöchen, Jay. Aber solche Rätsel hier immer... Für so einen Kram brauche ich immer meine Zeit. Sowas geht nicht auf die Schnelle bei mir. Jetzt haben wir quasi zwei Verbindungen, aber die bringen uns nichts. Wisst ihr, das Problem ist einfach, wenn ich hier solche Rätsel immer in einem Streamer oder Let's Play oder sonst was habe, dann denke ich dann einfach teilweise zu wenig nach, sag ich mal, und mache einfach. Und das ist eigentlich dumm. Kann man hier irgendwie mal von vorne anfangen? Kann man mal alles zurücksetzen irgendwie? Ich will mir auch keinen Tipp geben lassen, ich will das selbst schaffen. Das ist immer mein Ehrgeiz irgendwie. So ein Kram selbst... Wobei, das hier... Das passt doch, oder? Guck mal, ich brauche keinen Tipp, das hat für euch gepasst. Da sind jetzt zwar nicht alle Dinger benutzt, aber das passt. Jetzt kommt das Teil da rein. Und wir haben... Okay, müssen wir alle benutzen, oder was? Müssen wir wirklich ja, scheinbar. Oh Gott. Ich dachte, es reicht einfach nur aus. Ach du Schande, das wird witzig. Das wird auf jeden Fall witzig. So viel sage ich schon mal. Oh Gott. Die wirklich alle passen müssen. Hat jemand von euch einen Tipp? Wisst ihr, ich will mir keinen Ingame-Tipp holen, aber ich frage den Chat nach Tipps. Ja, Benny, so ein bisschen schon. Wobei das halt hier in einem viel kleineren Format ist, sag ich mal. Auf der Plattform. Schätz für Münzen? Tröpfel-Tipp, Plätscher-Tipp und Sprudel-Tipp. Nee, ich will kein Geld für Tipps bezahlen. Nee, das sehe ich nicht ein. Ich will das selbst schaffen. Ach Mann, ey. Das Ding ist einfach immer... Wahrscheinlich gibt es dafür eine mega einfache Lösung. Aber jetzt habe ich schon mal so mittendrin angefangen. Bei solchen Rätseln schaue ich immer mit Angst auf den View-Counter, dass einfach der ganze Chat jetzt plötzlich leer geht, weil ich es nicht hinkriege und ja so ewig rumprobiere. Ja, Mann, das hier macht schon mal gar keinen Sinn. Ich glaube, dieses Teil mit den zwei Rohren, das muss in die Mitte. Das würde für mich zumindest mehr geben. Ich glaube, so doof ist das schon mal gar nicht. Was ich schon mal weiß, ist, dass das Ding mit zwei Kurven am Anfang. Okay, wie du meinst. Ich habe gerade gedacht, es soll in die Mitte, aber okay, nee, anfangen sollte das. Nochmal. Ach na, man kann an den... Moment. Also... Warte mal. Ich bekomme nicht das Teil, was ich möchte, dahin, wo ich es haben möchte. Das ist das Problem. Mitte links ist mir... Warte, was?
Mitte links ist Main 2 und alle gerade in die Mitte. Ja, das mit den Geraden in die Mitte habe ich mir auch schon gedacht. Das war auch meine Vermutung, die ich zu Beginn hatte. Aber es sind drei Geraden. Oh Gott, ich bin gerade irgendwie... Wisst ihr, das hier werde ich wahrscheinlich im Let's Play ein bisschen schneiden. Das hier werde ich nicht in der vollen Länge drin lassen im Let's Play. Das wird sich, glaube ich, keiner angucken. Wie ich jetzt hier rumsuffere und das ewig nicht hinkriege, glaube ich. Also, die Geraden müssen alle in die Mitte. Ach so, meinst du? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du, oder wie du das meinst. Mit, ja, stimmt, ja, okay. Das ergibt Sinn. So, warte mal, jetzt brauchen wir nämlich... Oh Mann, ich... Du hast es fast. Ja, schön, ja, das haben wir halt die... Nein, ja, ich hab's gerade wieder versaut. Ach Mann, das ist alles dumm. Wisst ihr, bei solchen Stellen würde ich gerne jetzt einfach euch den Controller in die Hand geben, dass ihr das macht. Ich brauche bei sowas einfach Zeit. Ich muss mir das ewig angucken und dann kriege ich das irgendwie hin. Ich kann bei sowas einfach nicht so auf die Schnelle, so hektisch alles machen quasi. Das geht bei mir einfach nicht. Warte mal. Okay, wir haben's. Auch gut. Ich sag grad noch so, ja, wir können das nicht so hektisch machen. Ich brauche dafür Zeit. Aber wir haben es geil. Okay, alles. Okay. Gut. Es ist auch wieder typisch einfach. Okay, wir haben es. Wundervoll. Yay, ganz viel Geld für mich. Und ganz viele Items. Pilze nehme ich vor allem gerne mit. Ich habe bisher noch nie ein Item benutzt. Also außer dem Pilz halt mal. Aber Feuerblume im Kampf oder so habe ich noch nie benutzt. Vor allem und wir haben es ohne Tipp hinbekommen. Da bin ich auch stolz drauf. Ist es eigentlich die Röhre hier gerade aufgeploppt oder war die schon vorher da? Ich habe nämlich gerade nicht geschaut, was passiert ist durch das Schaffen des Rätsels. Ah, guck mal, die waren noch nicht vorher da auf jeden Fall. Jetzt wird das Ding auch über und wir können jetzt weiter. Und jetzt können wir wahrscheinlich zu Wasserpergamenton, oder? Klasse, das Maul des Wasserpergamenton ist jetzt weit offen. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es brüllen. Guah! Hey! Oh, sieh mal, in seinem Maul ist das eine Treppe, die muss zur Kammer des Wasserpergamenton führen. Ob wir es wohl darauf schaffen, ohne dass die Statue uns wegmampft? Ja, die Statue kann auch mampfen. So, warte mal, wie viele Blöcke fehlen noch? Also irgendwo fehlt noch wahrscheinlich ein unsichtbarer Block, schätze ich mal. Vielleicht kommt er ja noch. Müssen wir mal gucken. So. Sehr schön. Einmal kurz speichern. Ist der eventuell hier drüben so synchron zum Safe-Block? Nee, schade. Das wäre cool gewesen. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wer oder was das Wasserpergament dann sein wird. Wobei, ich kann es verdenken von den Trailern her. Wüsste ich zumindest, was da Sinn machen würde. Das ist gerade voll cool. Also ich mag die Kampfarena ja gerade voll gerne, ehrlich gesagt. Das sieht mega episch aus. Vor allem witzig, dass das jetzt hier gerade einfach reales Wasser ist. Bisher war das ganze Wasser, was wir im Spiel gesehen haben, ja Papierwasser quasi. Und das hier ist einfach echtes Wasser. Ah, das ist Wasserpergamenton. Aber jemand hat es zusammengefaltet, dass es gar nicht mehr wie die Statue aussieht. Komm schon, Mario, wir müssen das hier wieder gerade biegen. Ja, machen wir das mal, würde ich sagen. Let's go. Bosskampf. Das wird jetzt witzig. Aber das sieht echt krass aus, muss ich sagen. Und das ist ja das, was man in den Trailern schon mal gesehen hat. Uiuiui, schau dir nochmal die Wasserwirbel an. Ich hatte mal schon gedacht, dass das Wasserpergamenton gerade mal mit Wasser spielt. Aber so, die Erde beim Erdpergamenton war auch... Ja, stimmt. Hast recht, Cube. Und die sah auch krass aus, finde ich. Das haben sie echt gut hingekriegt.
So, Boss-KP. Wasserstrode, okay. Ich schätze mal, in die sollte man nicht reinlaufen. Das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. So, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall das Eindingens. So, warte mal. Ich lege einmal das ein hier rüber, dass ich da drauf laufe. Und dann machen wir hier direkt den Faltkreis hin. Ich denk mal, das ergibt Sinn. Und nochmal dieses plus eine Aktion hier in die Mitte. Eventuell passt das ja. Abwasch. Was? Oh nein! Ich hab die Felder einfach weggespült. Komm schon, Wasserpergamenton. Mach nicht so eine Welle. Welche Felder sind weggespült worden? Der Moment, wenn Lugian... ja, genau. Im PM vor Sword steht, ist nice. Fliegt das Wasserpergamenton, bringt es mit einem Sprung zu Boden. Okay. Ich weiß nicht, ob es so klug war, sofort den Fallkreis zu benutzen. Ob das irgendwas bringt, ehrlich gesagt. Ich probiere es einfach mal. Aber keine Ahnung, was schon so klug ist. Ich glaube, das bringt noch nicht wirklich was. Ah, jetzt holen wir das Erdpergamenton dazu. Ah, jetzt können wir... Okay, auch nett. Aber das macht auch gar keinen Schaden, oder? Weil, ja genau, es erfliegt. Oh. Das war nicht das Klügste, was ich hätte machen können, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht genau, was jetzt hier passieren wird. Ich muss erstmal austesten hier. Okay, alles klar, gut. Also, was war jetzt der Tipp? Besonders mit einem Sprung zu Fall bringen und mit einem Hammer nachsetzen, so wie ich das verstanden habe. Hm, kommt der Wasserpergamenton auch ein klein wenig aufgebläht vor? Es hat das Wasser aufgesaugt, wie ein Schwamm. Ein super böser, fieser Killerschwamm. Wasserwirbelrufe. Okay, jetzt kommen die kleinen Viecher wieder. Okay, dann machen wir es anders. Holen wir uns quasi genau das gleiche nochmal, dass wir jetzt das so hier machen. Ich weiß nicht, ob der Tipp, den wir jetzt bekommen, der gleiche nochmal ist. So. Ja, das passt eigentlich so. Ich brauche nicht mehr Dinger. Ja, okay, genau. Das ist der gleiche Tipp nochmal. Jetzt bekommen wir eine Aktion mehr. Jetzt können wir auf das draufspringen. Und dann den Hammer benutzen. Ich habe gar nicht den... Kann ich... Oh, ich kann mich im Kampf umrüsten. Wie geil ist das denn? Ich habe nämlich keinen Glitzer mehr gehabt. Geil. Das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. Und dann der Glitzerhammer danach. Let's go. Okay, einfach mal... Wir haben jetzt draufgesprungen. Wie in den alten PM-Spielen quasi. Mit den Multisprung-Kram. Bam! Geil. Okay, ja, das ist klar, Phil. Gut zu... Wow, jetzt habe ich aufgepasst. Gut zu wissen. Ich meine, ich sehe ja an meiner Zuschauerzahl, dass sich nicht wirklich verändert, dass du wahrscheinlich noch da bist, aber... Schön zu wissen, dass du wirklich noch da bist. Okay, leg dir die Pfeile zurecht. Jetzt ist es am Boden. Vielleicht macht jetzt der Faltkreis auch Sinn. Okay, warte, jetzt müssen wir wieder... Erstmal machen wir den hier. Und dann machen wir... Moment. Dann machen wir den dahin. Und die eine Aktion mehr dahin. Das sollte passen, oder? Ja, die Wirbel wischen uns nichts weg. Wobei, doch! Wir brauchen den Einschalter vorher. Verdammt. Ja, dann können wir jetzt diese Runde noch nichts machen, weil wir den Einschalter betätigen müssen. Okay. Ja, aber es ist zumindest schon mal an. Das gilt ja, glaube ich, auch noch für nächste Runde, oder? Ich bin nicht so doof zum Timen. Ja, die sind jetzt noch an. Sehr gut. Aber jetzt fühlt er sich mehr. Der Bauch... kann ich reden. Pergamenter platzt da gleich. Es hängt irgendwas aus, Mario. Macht dir alles gefasst. Ja, das klingt nicht so geil, ehrlich gesagt. Okay, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Also, ich möchte wieder
Ich meine, wie geht's mal in die Richtung? Und dann haben wir das hier. Ja, und können das machen. So. Ich hoffe, dass das Sinn ergibt. Zumal ist das Herz hier auf dem Weg mit. Laufen wir runter, bekommen eine Aktion mehr und Faltarme. Aber jetzt fliegt der wieder, verdammt. Och Mann, ich bin immer so dumm. Jetzt fliegt der wieder. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Eventuell kann er sie jetzt nicht retten, weil er so fett und groß ist und deswegen nicht so hoch fliegen kann. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich hoffe einfach mal. Bitte komm. Nee, okay. Ach, schade. Ich hab gehofft, das trifft ihn jetzt. Aber nee, er kann einfach hochfliegen. Ach, Mann, ey. Ey, aber ich habe jetzt die zweite Aktion gar nicht bekommen. Voll schade. Riesenwelle. Guck mal, die trifft mich. Aha, guck mal, die trifft mich gar nicht. Geil. Da war es jetzt natürlich sinnvoll mit den hochgedingsten Erdplatten. Okay, das war echt sinnvoll. Oha, was für ein elegantes Manöver. Dank des Erdpergamentons standest du regelrecht über der wilden Wasserwut. Aha, dieser Angriff scheint das Wasserpergamenton erschöpft zu haben. Das ist unsere Chance. Okay, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Faltkreis. Aber warum ist denn das ein Ding immer da unten erst? Das ist voll dumm. Nehmen wir mal hier rüber und holen uns hier eine Aktion noch mehr, was weiß ich, aber das bringt glaube ich eh nicht viel. Oder Moment, nee, was ist das hier? Mal zwei, was macht er jetzt genau? Ja, ich kann ja nichts machen. Aber okay, es ist scheinbar immer noch erschöpft. Ja, sehr gut, dann können wir jetzt angreifen. Das macht. Nee, jetzt steht sie schon wieder auf. Ach, schade. Oh, jetzt ruft die Wasserwippe wieder. Uncool. So, jetzt diesmal. Ja, toll, wie soll man denn jetzt hier? Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir das einfach so. Wir holen uns den hier hin. Machen den weg. Machen den Faltkreis hier hin. So. Faltarme. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Ja, okay, es fliegt weg. Geil, toll. Mann, weiß jetzt nicht mehr. Mann, das ist doch dumm. Das konnte ich ja vorher nicht wissen, dass das so ist. Ja, die Bosskämpfe im Spiel sind echt cool, aber wenn du nicht ganz weißt, was hier abgeht, ist es teilweise echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Vor allem, wenn du das immer erst aktivieren musst und so, das ist irgendwie. Ja, okay, dann versuche ich jetzt halt diesmal erstmal anzugreifen, würde ich sagen. Machen wir hier so eine mal zwei Dings hin. So, let's go. Greifen wir diesmal an. Letzter Eisenstiefel, let's go. Und bring das Vieh zu Boden. Nice. Jetzt sind die kaputt, schade. Boah, 26 Schaden, holy shit. Ja, aber die sind jetzt noch vier Wasserwirbel. Nice. Gut, dann machen wir das diesmal so, dass wir, warte mal. Ich habe voll den Plan. Wir machen das diesmal so, dass wir hier nach unten laufen.
Open. Wobei, nee. Oh mein. Wir haben den so. Das heißt. Was wäre passiert, wenn ich jetzt den hier nehme? Oh Mann, der Pfeil nach unten. Ah, nee, ist er nicht. Der ist immer da. Okay, alles klar. Hier, warte mal. Ich brauche mal ganz kurz mehr Zeit. Ich stehe unter Druck. Bah, ich kann nicht reden. Nochmal alles zurück, warte mal. Also, ich komme jetzt hier lang. Ich gehe dort hinten runter. Aber das ist nicht so geil, weil der wischt das da alles weg. Das heißt, ich nehme jetzt den Pfeil hier. Moment. Oh, das ist alles dumm. Alles dumm. Warte mal. Das macht keinen Sinn. Ey, die Bosskämpfe überfordern mich teilweise schon ein bisschen, wisst ihr das eigentlich? So, ich hoffe, dass das hier irgendwie Sinn ergibt, was ich hier mache. Ich glaube nicht, aber ich versuch's einfach. Teilweise bin ich da echt ein bisschen... Warte mal, ich komme doch gar nicht nach unten jetzt. Ja, okay, ich greife ihn jetzt einmal an. So, weil er gerade am Boden ist, ich springe trotzdem mal auf ihm drauf, dass er auch ja am Boden bleibt und mache den Glitzerhammer. Das sollte ja jetzt Schaden machen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Einmal richtig schön drauf springen. So, und jetzt Glitzerhammer. Let's go, exzellent. Bam, 18 Schaden, nice. Bist du jetzt ein Pokémon geworden, oder was? Leute, warum ist der Chat gerade so tot? Ihr müsst mal irgendwie... versuchen, mich hier ein bisschen aufzuhalten oder so. Ja, ich weiß. Ich weiß, Olivia, ich weiß. Ja, okay, jetzt brauchen wir das Erdpergament dann wieder. Okay, Cube freut sich auf die nächste Luftschlange. Aber jetzt müsste ich ja quasi erstmal den Kram wieder anmachen. Ja, oh toll, jetzt ist es halt nicht auf einen, deswegen kann ich jetzt nichts machen quasi. Deswegen hab ich jetzt verkackt, weil... Das bringt halt so nichts, weil das nicht auf einen ist. Ja, ich habe halt... Keine Ahnung. Ich kann mich, glaube ich, nicht mehr retten, weil ich das nicht mehr auf einen bekomme jetzt. Das bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt hier drüber laufe. Jetzt ist es zwar an, aber es bringt mir halt nichts mehr. Und jetzt werde ich wieder seinen mega krassen Angriff abbekommen. Toll. Ich habe es vor allem in der ersten Runde quasi voll richtig gemacht. Wie viel Schaden macht der? Holy shit! Ich meine, ich habe einen Lebenspilz. Also, falls ich jetzt sterben sollte. So, und jetzt müssen wir die Fight Armor benutzen, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier nach drüben. Dann gehen wir dort runter. Und aktivieren die Fight Armor. Macht, glaube ich, Sinn so. Aber ich kann sogar hier noch... Nee, ich brauche hier Faltarme, ja. An der Stelle. Am Ende der Route. Ja, mach einfach mal. Wie viel heilt das? Okay, 5, das reicht. Und let's go. Faltarme. Jetzt machen wir noch Platz. Meine Güte, diesmal wirklich. So, hier. Bam! Ah, du blödes Mist! Als ob der noch lebt. So, Chef zum Angreifen. Ja, diesmal mache ich dich aber platt. Das weißt du, oder?
Wie viele Wirbel denn noch, bitte? Okay, ich will auf jeden Fall innerhalb meiner Route das hier haben, mal 2 und plus eine Aktion. Und dann machen wir ein Angriffsfeld unten hin, würde ich sagen. Let's go! Das sollte ja so hinkriegen. Das sollte ja so funktionieren, dann sag ich einfach mal. Jetzt hier mal 2 plus eine Aktion und Angriff. Dann springen wir erst auf ihn drauf und den Glitzerstiefeln, um mehr Schaden zu machen. Und dann hauen wir den Glitzerhammer in die Fresse und bringen ihn um. Bam, bam, bam und bam. Und der Glitzerhammer. Und tschüss! Ja, cooler Bosskampf, aber ich habe mich teilweise ein bisschen lost angestellt, aber insgesamt ganz okay, würde ich sagen. Es war halt nicht so ertragbar, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich war es voll ertragbar. Ich habe halt ein bisschen gebraucht. Sehr schön. Wie fandet ihr den Boss? Vom Design her cool, Musik her cool, aber es ist ja die gleiche wie beim ersten Bosskampf auch schon gewesen. Oh nein, sieh mal Mario, das Wasserpergament hat sich auch in eine Pfeilfibel verwandelt. Ja. Pfeilfibel des Wassers. Der Boss ist okay, alles klar, Cube. Mal überlegen, ha. Ah, jetzt verstehe ich. Das muss man hier falten. So. Dieser Teil hier rüber falten. Und dann da. Und dann so. Das ist es. Jetzt verstehe ich die Geheimnisse der Pfeilpergamente und Pfeiltechnik. Der Wasserpergamente und Pfeiltechnik. Ich kann nicht lesen. Lass uns das gleich mal ausprobieren. Okay. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Die Musik ist auch immer cool bei dieser Fight-Sache hier. Finde ich sehr episch. Nice. Na, wie sehe ich aus? Cool, da haben wir das Wasserpergamenton. Ja. Puh, ich fühle mich wie ein Blatt Löschpapier. Alles klar. Ah, ich laufe über. Vorsicht! Das ist schon irgendwie weird mit dem echten Wasser. Das sieht voll aus wie vorgerendert. Bilde ich mir das ein? Das ist doch keine Ingame-Grafik, weil Mario sah gerade voll weird aus. Ja, guck mal, jetzt sieht Mario ganz anders aus. Das sah gerade aus wie so eine vorgerenderte Cutscene irgendwie. Hast du das gesehen? Hast du mich gesehen? Hat das so toll ausgesehen, wie es sich angefühlt hat? Ha, jetzt ist es auf jeden Fall kein Problem mehr, diesen austrocknenden See zu füllen. Ach stimmt, deswegen sind wir überhaupt hierher gekommen, ich erinnere mich. Weil wir den See füllen wollten. Ah ja, stimmt. Aber ich habe voll vergessen irgendwie. Warum wir eigentlich hier waren. So, gibt es hier noch irgendwo einen unsichtbaren Block? Weil irgendwo muss ich einfach übersehen haben. Oder allgemein einen Block. In dem Tempel. Aber wir haben alles, bis auf diesen einen Block. Den würde ich halt schon noch ganz gern finden. Aber hier wird aber nichts sein, oder? Nee, ich glaube nicht. I don't think so. Okay, dann muss ich mal ganz kurz gucken, wo der war. Oder wo der ist. Weiß es wer von euch vielleicht spontan, wo ich den Block übersehen haben könnte? Drüben ist der echt nicht, ja? Ne, scheinbar nicht. Nein! Oh, jetzt muss ich nochmal warten, toll. Jetzt gibt's auch in Toad Town was Neues, aber das ist mir vollkommen egal. Ich schätze mal, er wollte drüben sein irgendwie. Mich hier irgendwas übersehen, eventuell. Hier ist nichts weiter. Gibt's hier noch irgendwie einen Block hier dazwischen oder so? So typisch Mario-like halt. Hier irgendwo, aber nee, hier gab's ja auch kaum was. Das war ja hinten nochmal, das war der erste Raum mit denen, genau. Ist hier irgendwo einer eventuell?
War ich hier drüben? Ah ja, das war das, wo er den Block bekommt. Ja, okay, stimmt. Das bringt ja auch nicht mehr so viel. Oder kommt irgendwas, wenn ich den aushaue? Nö. Okay, also hier scheint er nicht zu sein. Vielleicht ist es auch einfach ein ganz normaler Block, den ich irgendwo übersehen habe und kein unsichtbarer. Ist der hier eventuell? Ist er auch oft auf so auffälligen Steinen irgendwie drauf oder so? Ich will eigentlich weitermachen, aber mich drängt auch mein Komplettierungs... Ach nein! Zwang, dass ich alle Blöcke haben möchte. Das ist gerade voll der Struggle für mich. Vielleicht gehe ich auch erstmal raus und gucke mal später offscreen oder so. Ich glaube, so mache ich es. Ich glaube, ich gehe erstmal raus und schaue offscreen später nochmal selbst. Ich weiß es nicht. Weil ich will jetzt auch hier nicht so viel Zeit verschwenden. Ich möchte wissen, wie es in der Story weitergeht, wenn wir jetzt den See füllen. Sehr schön. Wer ist eigentlich gerade noch so da, um mal ein bisschen den Chat wieder zu aktivieren? Wer ist gerade von den ganzen Banausen noch da, die sonst immer zugucken? Ach ja. Lemmy, alles klar. Homepage ist da hier in der Mitte eventuell einfach? Nee. Lass mich ganz kurz nochmal hier unten gucken. Jay ist noch da. Ist der hier in der Ecke eventuell irgendwo? Nee. Das triggert mich irgendwie. Cube ist noch da. Hören tue ich dich auch. Das habe ich diesmal gar nicht gefragt. Ist hier eventuell irgendwo einer in dem Raum noch? Den ich nicht gesehen habe oder nicht gefunden habe. Ich weiß es nicht. Mann, das ist doof. Ich will diesen Block finden. Es ist halt nur noch einer. Stimmt, das ist eigentlich immer mein Standardspruch, wenn ich nicht weiß, was ich sagen will oder soll. Hört ihr mich? Da unten, das ist auch, da habe ich vorhin gedacht, da unten kommt man eventuell noch hin, weil es so aussieht wie irgendwelche Türen unter Wasser oder so ein Kram. Ist der hier irgendwie? Eventuell ist der einfach am Boden irgendwo, muss einen Hammer draufhauen, das weiß man ja auch nicht. Hier drinne vielleicht irgendwie so ganz böse, was man gar nicht sehen kann. Ne, scheinbar nicht. Oh, pass auf, Mario. Vielleicht auf dem Kopf von der Statue da. Hier, die Stelle da unten sieht so komisch aus, wo an der Mauer da... Das, seht ihr das? Die Stelle hier, die sieht komisch aus, finde ich. Als ob da noch irgendwas wäre oder so. Aber da kommt man halt nicht wirklich hin oder irgendwie. Ist hier was drauf, eventuell auf dem Kopf? Nee, scheinbar nicht. Hm. Oder, nee, da kommt man gar nicht hin. Hier hinten noch. Mann, ich will diesen Block jetzt finden. Das nervt mich, dass da keine 100% stehen. Ist der hier hinten noch in diesem Raum irgendwo? Hugh, weißt du eventuell, wo hier ein böse versteckter Block oder so ist, den ich eventuell übersehen haben könnte? Hier unten in der Mitte des Raumes eventuell.
Hier dahinter, kann man da rein? Nope. Schade. Hätte ja sein können. Ach Mann. Hier in dem Raum eventuell. Hast du denn alles hier, Cube, oder auch nicht? Vor allem ist es wahrscheinlich bloß ein Block irgendwie. Ist hier drinnen vielleicht einer? Kann ja auch sein. Hallo, sieh mal an, wer da auf einen Gränk eingeschneit kommt. Ja, ich bin wieder da, hi. Habt ihr jetzt was Neues eventuell, wo ich den Boss besiegt habe? Haben wir nicht alles, okay. Nee, schade, okay, scheinbar nicht. Okay, dann. Dann gebe ich erstmal auf und suche das wahrscheinlich offscreen irgendwie. Ich will jetzt nicht den Stream hier noch länger verschwenden und alles, deswegen werde ich wohl offscreen mal suchen. Ich werde mit euch, ist es irgendwie ein ganz böse versteckter geheimer Block, den man gar nicht sehen kann oder so, was weiß ich. Doof. Oder hier irgendwie, hier drüben. Nee, komm, gehen wir wieder. Das führt zu nichts, wenn ich jetzt hier irgendwie ewig Zeit verschwende, das führt zu nichts. Kann da hoch irgendwie kommen? Keine Ahnung. Was soll's. Gehen wir da raus.